Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven. Ich bin jetzt hier abends bei meiner Mom zu Hause und es ist gleich Nacht, aber ich wollte noch eine Runde spielen gehen, deswegen... Hallo Mama! Hast du Lust, eine Runde mit mir zu spielen? Wir können Verstecken spielen oder sowas, bevor ich schlafen gehen muss? Tut mir leid, mein Schatz, aber ich habe leider keine Energie dafür. Guck mal, Verstecken braucht kaum Energie. Du kannst hier sitzen bleiben, ich verstecke mich, du kannst zählen und dann... wir müssen ja kein Fangen spielen. Oder geht's dir immer noch nicht gut? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Wir müssen morgen zum Adoptionszentrum. Wieso das denn? Wieso zum Adoptionszentrum? Wollen wir jemanden neuen adoptieren? Wollen wir uns einen Hund holen? Holen wir uns einen Hund? Wir müssen dir eine neue Familie suchen. Was? Aber ich habe doch schon eine Familie. Du bist doch meine Familie. Warum brauchen wir denn eine neue? Wir können uns einen Hund adoptieren, aber... Da wäre ich okay mit. Aber du weißt doch, wie krank ich bin. Ich habe gedacht, es wird vielleicht wieder besser. Wird es nicht? Wirst du für immer krank bleiben? Nein, leider wird das nicht mehr besser. Und es gibt keine Ärzte, die dir helfen können. Ist das wirklich der letzte Weg? Müssen wir wirklich eine neue Familie finden? Ich will keine neue Familie. Ich will bei dir bleiben. Das ist doch blöd. Wir suchen dir eine ganz tolle und nette Familie. Oh. Ich meine, wenn wirklich kein anderer Weg vorbeiführt, I guess, aber... das ist so doof. Okay, dann gehe ich jetzt schlafen und hoffe, das war alles nur doofer Traum und stimmt gar nicht. Und dann... Ist es gar nicht wahr. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, mein Schatz. Ach, guten Morgen. Morgen, Mama, bist du schon wach? Oh, ja, sie ist schon in der Küche. Hallo, Mama, was machen wir heute? Guten Morgen, Ronja. Nimm dir einfach Waffeln aus dem Kühlschrank. Nice, du hast Waffeln gemacht. Ich liebe Waffeln. Wenn du fertig gegessen hast, machen wir uns zum Adoptionscenter auf. Okay, dann war es also doch kein Traum. Okay. Gut, ich habe fertig gegessen. Wir können losfahren. Okay, aber beim Adoptionszentrum. Ich habe hohe Standards, was meine Familie angeht. Okay, möchte ich nur mal sagen. Ich hätte gerne keine Geschwister. Obwohl, ich hätte gerne Geschwister. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerne Geschwister hätte, habe ich gerade entschieden. Kommt gerade rein. Okay, dann potenziell Geschwister. Ich hätte gerne einen kleinen Welpen. Außerdem hätte ich gerne eine Familie mit einem großen Haus. Ich hätte gerne ein größeres Zimmer, weißt du, wenn wir schon... Oh, und einen Pool. Die müssen unbedingt einen Pool haben. Und wenn ich es mir noch aussuchen kann, vielleicht... oh, weißt du, was praktisch wäre, wenn wir jemanden hätten, der in der Schule arbeitet. Und dann können die mir immer Einser geben. Und dann muss ich nie in die Schule und muss nie da arbeiten. Hast du... Okay, hast du das alles notiert, aber können wir das gleich so durchgeben? Da bist du zufrieden mit? Ja? Wir werden sehen, mein Schatz. Das klingt jetzt nicht so zuversichtlich. Okay. Warte, ich sag dir am besten, was ich suche, okay? Du kannst hier draußen warten. Und ich kümmere mich drum, okay? Ich weiß ja, was ich möchte. Und, dann kann ich mit denen reden. Hallo, ist jemand da? Oh, hallo! Arbeiten Sie hier? Hallo, Kleine, wie kann ich dir helfen? Ich suche eine neue Familie, weil meine Mama ist krank, deswegen muss ich leider adoptiert werden. Und meine Mama meinte, hier ist das Adoptionszentrum und hier kann ich meine Wünsche äußern, was ich gerne hätte. Und ich hätte gerne... Oh, was für eine Familie hast du dir denn vorgestellt? Oh, ich darf die Sachen sagen? Okay. Also ich hätte gerne ein Geschwisterkind in meinem Alter, aber ansonsten nicht. Also wenn ich nur so ein blödes Baby kriege, dann will ich kein Geschwisterkind, weil sonst kümmern die sich vielleicht nur um das Baby und nicht um mich. Und dann ist das Baby ja ihr eigenes Kind und dann mögen sie mich vielleicht nicht so gerne, deswegen lieber kein Baby. Aber ansonsten hätte ich kein Problem mit vielleicht einer Schwester oder einem großen Bruder. Ansonsten hätte ich gerne eine Familie. Wir wohnen eigentlich in einem schönen Haus. Ich würde gerne in der Nachbarschaft bleiben. Also irgendwas Richtung Haus Nummer 17 wäre nicht schlecht, wenn sie da in der Ecke was hätten. Ich hätte aber gerne ein größeres Zimmer und unbedingt einen Pool. Auf jeden Fall einen Pool. Das ist sehr wichtig. Haben Sie das notiert? Sie schreiben hier gar nichts auf. Oh, es wäre vielleicht cool, wenn die ein Hauspferd hätten. Au. Oh, neulich habe ich im Internet gesehen, da hatte jemand eine Ziege als Haustier. Haben Sie da in Ihrer Liste, haben Sie da vielleicht auch Familien mit Hausziegen? Können Sie da mal gucken? Okay, das geht gerade leider nicht, aber ich kann dich auf meine Liste schreiben für die Zukunft. Okay, aber das waren jetzt ja kaum Anforderungen. Also, kaum Anforderungen. Und ich will keine Hausarbeit machen. Wenn sie mich jetzt auf eine blöde Liste schreiben und da kommt dann jemand und die sagen, oh ja, Kind, mach Gartenarbeit. Ich hasse Gartenarbeit. Ich werde keine Gartenarbeit machen. So viel ist schon mal klar. Bei meiner Mama muss ich auch keine Gartenarbeit machen. Das ist blöd. Das Unkraut, das macht Erde unter meine Fingernägel. Das ist eine Sauerei. Ja, natürlich. Alles notiert. Okay, sehr gut, sehr gut. Das ist wichtig. Wir melden uns bei dir und deiner Mama. Okay. Wie gesagt, Haus Nummer 17, dann können Sie da anrufen. Ich glaube, am besten bei meiner Mama. Die hat ein Handy. Ich habe noch keins. Okay, gut, dann Dankeschön. Tschüss. So, okay.
okay, das ist mein Lieblingsoutfit. Ich habe meine Lieblingssocken an. Ich habe meine Lieblingsohrringe an. Ich habe meine Lieblingsblumenkrone an. Wenn das nicht mein Glücksoutfit ist, dann weiß ich auch nicht. Die Familie ist bestimmt super. Mama, bist du fertig? Sorry, es hat ein bisschen länger gedauert. Können wir los? So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Ich bin so aufgeregt. Okay, warte. Haben die gesagt, wo sie wohnen? Ja, wahrscheinlich haben die gesagt, wo sie wohnen. Sind sie hier in der Nachbarschaft? Ich werde es sehen. Okay, warte mal. Hier runter. Das ist schon mal ein bisschen weiter weg. Okay, das ist schon weiter weg. Das ist mir zu weit weg. Obwohl, die sind vielleicht in der Nähe der Schule. Das ist gar nicht schlecht. Aber gut, das macht natürlich auch Sinn, weil ich habe noch nirgendwo bei uns ein Millionärshaus gesehen. Hier in Blackhawk Community. Okay. Sind die das hier? Hier links? Okay, das sieht jetzt aber nicht aus wie ein reiches Haus. Na gut, wir werden sehen. Vielleicht trügt der Schein ja auch von außen. Vielleicht ist es ja ein Fernseher. Also ich sehe hier leider aber keinen Pool. Ohne Pool, ohne mich ist eher so ein bisschen die Devise. Aber Billionäre sollten sich ja auch in der Lage sein, ein neues Haus zu kaufen. Also denke ich mal, das ist kein Problem. Vielleicht ist es gerade ihr Ferienhaus. Vielleicht würden sie bescheiden wirken. Oh, das kann gut sein. Dann werde ich mal vorstellen. Ich warte hier auf dich. Okay, gut, dann sehen wir uns gleich. Bis dann. Tschüssi, Mama. Hallo? Oh, hi. Hallo, du musst Ronja sein. Ich bin deine neue Mom. Okay. Ist das das neue Haus? Es ist ein bisschen klein, oder? Also ich will jetzt wirklich nichts Böses sagen, weil die Adoptionsagentur hat gesagt, ihr seid Millionäre. Und deswegen habe ich gedacht, hier ist vielleicht eine Villa. Aber vielleicht habt ihr ja noch ein anderes Haus. Das ist unser Ferienhaus. Okay, verstehe. Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Ronja. Ich gucke mich mal kurz hier um. Hier hinten? Oh, die haben gar keinen Pool. Aber sie haben einen Whirlpool. Das ist nicht schlecht. Hier sieht es auch aus, als ob hier ein Pool hin soll. Ist das so? Baut ihr hier noch einen Pool? Ja, demnächst. Wir haben das Haus gerade erst gekauft. Ah, okay, das macht Sinn. Okay, warte, was gibt's hier noch? Hier ist der Garten, hier ist so ein kleiner Hintergrundbereich. Warte, ich laufe hier einfach mal hinterher. Sie wird sich besser auskennen in ihrem Haus als ich. Okay, hier haben wir die Küche. Wir haben das Wohnzimmer. Oh, okay, hoch. Oh, okay. Hoch ist so ein gemeinsames Zimmer mit so tiefen Decken. Verstehe. Habe ich da nur ein halbes Zimmer oder habe ich quasi zwei Betten, falls Freunde kommen? Das hier ist dein eigenes Stockwerk. Oh, das ist cool. Warte mal, das ist gar kein anderes Kind. Ich glaube, der klaut gerade Geld. Aber sie haben wahrscheinlich eine Alarmanlage, nehme ich an. Keine Sorge, wir haben genug Geld. Oh, okay. Ich schätze mal, das ist eine gute Einstellung. Okay, nee, aber eine eigene Etage ist nicht schlecht. Das ist ganz cool. Dann kann ich hier oben mit Freunden sitzen und kann hier am PC was machen oder so. Das ist nicht schlecht. Vor allem, ich hatte noch nie so einen großen Bildschirm in meinem eigenen Zimmer. Ich hatte zwar einen PC, aber mit nicht. Also der Bildschirm, das ist ja fast ein Fernseher hier. Okay, das ist nice. Mein altes Zimmer war kleiner. Und in der Garage habe ich noch eine Überraschung für dich, bevor wir essen. Oh, okay. In der Garage. Geht es hier lang? Ja. Oh, ihr habt einen Sport. Oh, warte, darf ich den fahren? Bitte. Das ist dein neues Auto. Oh mein Gott, beste Familie aller Zeiten. Das ist mein neues Auto. Ich kriege einen Sportwagen. Da steht mein Name drauf. Da steht wirklich mein Name auf dem Kennzeichen. Das ist mein neues Auto. Oh mein Gott, die Sitze. Damit darfst du fahren, immer wenn du willst. Jackpot. Oh mein Gott. Das ist fantastisch. Ich kann hier drinnen Leute mitnehmen, aber nur eine Person. Der fährt bestimmt auch voll schnell. Okay. Oh mein Gott. Danke, neue Mom. Na, dann lass uns jetzt essen. Okay. Oh, das sieht lecker aus. Danke. Irgendwie, ich will wirklich nicht mäklig sein, aber ich esse am liebsten Pizza. Und irgendwie, ich mag kein Hühnchen. Ich mag Pizza aus meinem Lieblingsessen. Bei mir zu Hause esse ich quasi jeden Tag Pizza. Wirklich? Ja, es tut mir leid, wenn das jetzt unhöflich ist. Ich weiß, du hast dir bestimmt Mühe gegeben mit dem Kochen. Das ist toll. Ich esse auch am liebsten Pizza. Wirklich? Oh, das ist super. Dann können wir wirklich jeden Tag Pizza essen. Ich wollte dich nur beeindrucken, aber wenn das so ist, kannst du so oft Pizza essen, wie du willst. Okay, hundertprozentig beste Familie aller Zeiten. Hallo, Mama. Hallo, Schatz. Wir fahren jetzt nach Hause. Alles klar, das ist super. Die Familie war super. Also ich habe nur die Frau kennengelernt. Ich glaube, die wohnt auch alleine. Das war gerade das Ferienhaus, wo ich war. Deswegen, die haben wohl noch eine größere Villa. Und in dem Ferienhaus habe ich eine ganze Etage für mich. Und
Die Frau isst am liebsten Pizza. Und ich esse auch am liebsten Pizza. Deswegen können wir die ganze Zeit weiter Pizza essen. Und das ist voll super. Und die war auch voll nett zu mir. Und ich glaube, ich habe keine Geschwister. Aber ich habe auch keinen Hund. Ich habe gar nicht gefragt. Aber vielleicht kann ich mir einen Hund zum Geburtstag wünschen. Die wirkte voll lieb. Und sie meinte auch, zwischendurch hat jemand bei ihr eingebrochen und hat ihr Geld geklaut. Aber sie war voll okay und meinte, ja, nee, es ist kein Problem und wir haben genug Geld. Von daher denke ich, kriege ich auch viele Geschenke zu Geburtstag und zu Weihnachten und das ist mir sehr wichtig. Wir können jetzt bei der Agentur anrufen vielleicht und sagen, dass das okay ist. Das klingt ja toll. Dann rufe ich jetzt dort an und sag Bescheid. Okay, klasse, mach das. Oh mein Gott, wie aufregend. Ich meine, es ist natürlich immer noch traurig, dass meine Mama krank ist und dass ich dann nicht mehr zu Hause wohnen kann. Aber ich freue mich trotzdem auch, dass ich eine tolle Familie gefunden habe, bei der ich dann wohnen kann. Hallo, hier ist die Mama von Ronja. Ja, ich bin einverstanden mit der neuen Familie. Oh, das klappt bestimmt. Alle haben gesagt, es klappt. Also, wie aufregend. Mama, beeil dich mal mit Telefonieren. Sehr gut, dann kommen wir vorbei und unterschreiben die Papiere. Danke. Warte, musst du da nochmal hin? Wahrscheinlich. Okay, aber das klären wir schon. Ich gehe mal schlafen. Ich hatte einen langen Tag heute. Geht's dir noch gut? Okay, mir geht's gut. Ich bin nur ein bisschen müde. Alles klar, dann gute Nacht, Mama. Ich hab dich lieb. Ich kann heute wahrscheinlich von meinem neuen Auto träumen, mit dem ich dann rumcruisen kann. Das wird so aufregend. Nein. Oh, Mann. Ich bin so traurig. Meine Mama ist jetzt gestorben. Das ist voll doof. Das ging ja doch noch so gut. Und jetzt geht's ja auf einmal... Obviously geht's ihr jetzt nicht mehr gut. Ich hoffe, dir geht's gut im Himmel, Mama. Ich denke, meine neue Familie passt gut auf mich auf. Ich esse immer mein Gemüse auf, wie versprochen. Ich hab dich lieb. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich hier das richtige Haus. Hallo? Oh, hallo, neue Mama. Hallo, Ronja. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Ich habe noch ein kleines Willkommensgeschenk für dich. Oh, ich krieg ein Willkommensgeschenk? Warte, ich krieg ein Tablet? Dankeschön, das ist super lieb von dir. Das Haus ist super cool. Das ist ja riesig hier. Das ist ja gigantisch. Oh mein Gott. Hier, warte, hier ist... Oh mein Gott, hier ist extra ein kleiner Kamin neben der Küche. Die Küche ist riesig. Hier sind zwei Sofas. Was ist das? Das ist ein Fernseher? Das ist ein halbes Kino hier. Okay, warte, darf ich mich hier umgucken? Ich würde kurz gerne oben gucken. Ist oben mein Zimmer oder haben wir noch einen Keller? Ja klar, dein Zimmer ist oben. Oh mein Gott, wie aufregend. Oh, wir haben noch einen Keller. Okay, dann gehe ich erstmal in den Keller gucken. Wir haben den Pool im Keller. Yay, Jackpot. Okay, ich wollte schon immer einen Pool und wir haben einen Indoor-Pool. Den Indoor-Pool. Und da ist ein Jacuzzi im Pool. Ich kann in meinem Whirlpool kann ich schwimmen. Und dann kann ich im richtigen Pool schwimmen. Das ist auch noch richtig tief. Oh mein Gott. Und dann ist hier wahrscheinlich, kommt dann die Garage hin. Da kann ich dann mein Auto hinstellen. Das ist wahrscheinlich noch im Ferienhaus. Und warte, was ist das hier? Oh mein Gott, hier ist eine riesige Dusche. Für den Pool wahrscheinlich. Oh, und hier sind so kleine Dinger, wo man runtergucken kann. Das ist so fancy. Okay, mein Zimmer ist garantiert riesig und wunderschön. Okay, hier geht's hoch. Hier ist der Flur. Okay, hier ist ein Zimmer. Hier ist... Oh Gott. Oh mein Gott, das will ich. Das ist ein wunderschönes Zimmer. Das hat ein riesiges Bett. Und ich habe mein eigenes Bad. Und ich habe einen begehbaren Kleiderschrank hinter meinem Bad. Und die Dusche ist riesig. Und ich habe noch ein extra Klo. Und ich habe einen Blick runter auf die Stadt. Wir wohnen direkt im Stadtinneren. Ich kann zur Schule laufen. Die Schule ist direkt da drüben. Ich muss nicht mehr um 7 Uhr aufstehen. Oh mein Gott, das ist so aufregend. Warte, ist das meine Schwester? Ich habe eine Schwester. Bester Tag aller Zeiten. Hallo, kleine Schwester. Hallo, Mama. Ich gehe schlafen. Ich freue mich so. Okay, gut. Dankeschön. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven, adaptiert von Billionären. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos, so wie dieses hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.